Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind die drei Herren aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Schönen guten Morgen erstmal. Schönen guten Morgen miteinander. Christian Müller-Hergel grüßt Sie auch ganz nett. Ja. Nils, wolltest du auch erstmal nochmal guten Morgen sagen? Ja, grüße Sie. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserem Weihnachtsvideo. Genau. Also es ist ja schon fast Tradition, ja. Also wir haben jetzt machen wieder unser Weihnachtsvideo. Das Jahr 2021 ist fast vorbei und ich erzähle Ihnen nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass das für uns alle ein schwieriges Jahr, für die einen mehr als für die anderen, aber ein schwieriges Jahr war. Und wir möchten heute einmal in diesem kurzen Video einen ganz kurzen Rückblick machen, ganz kurz nach vorne schauen und uns einfach für dieses Jahr verabschieden und uns schon mal fürs nächste Jahr ankündigen. Das ist das, was wir eigentlich heute Morgen vorhaben. Trotz Corona und trotz all dem, was passiert ist in diesem Jahr, ich habe mir die Zahlen von uns einmal angeschaut. Also wir haben fast 9.000 Besucher auf unserem Blog allein gehabt. Das heißt 2.000 Besucher mehr als im vergangenen Jahr. Die Klickzahlen auf die einzelnen Videos sind gestiegen. Der Nils wird nachher noch etwas zum Social Media, überhaupt zu unserem Social Media Auftritt sagen. Also insofern könnten wir rückblickend sagen, dass es natürlich für uns im Dialogzentrum auch ein erfolgreiches Jahr war. Dank Ihnen, dass Sie uns zugeschaut haben, zugehört haben. Das Gleiche gilt für unseren Podcast und für die anderen Social Media Kanäle. Auf der anderen Seite wissen wir aber alle, dass dieses Jahr für viele von Ihnen, gerade diejenigen, die in der Altenpflege, in der Krankenpflege oder überhaupt im Pflegebereich arbeiten, ein besonders schweres Jahr war und auch noch weiterhin sein wird. Und möchten Ihnen an dieser Stelle natürlich einfach erstmal einmal Respekt zollen für Ihre geleistete Arbeit und für das, was Sie jeden Tag leisten, für uns alle. Das ist, denke ich, sollten wir einfach mal vorwegschicken. Ich habe mir mal angeschaut, welche Beiträge von Ihnen am häufigsten angeschaut werden. Ich habe mir mal angeschaut, was sind so die Themen, die Sie besonders interessiert haben in dem vergangenen Jahr. Also was haben wir da für Abrufzahlen? Und tatsächlich ist das Video, was am meisten von Ihnen geschaut wird, ist das Video zum Thema Sexualität im Alter. Und war ja ein Haustheater, was der Christian Müller-Hergel und ich da uns gemacht haben, aus unserer Serie Haustheater eben, und wo wir uns darüber auseinandersetzen, über das Recht auf Sexualität, wie verändert sich womöglich Sexualität im Alter, wie verändert sich das vielleicht bei Demenz. Also das war auf der einen Seite vielleicht ein Stück weit zu erwarten, auf der anderen Seite war es doch überraschend, mit welchem Abstand tatsächlich dieses Video mehr geschaut wurde als andere Videos. Ein anderes spannendes Video von Christian war das zu bipolaren Störungen. Wir haben uns ja damals bewusst entschieden, im Dialogzentrum nicht nur auf das Thema Demenz zu schauen, sondern auch auf andere grundpsychiatrische oder psychiatrische Erkrankungen zu schauen. Wobei man ja sagen muss, es gibt immer Menschen, die haben psychiatrische Erkrankungen und erkranken dann an einer Demenz. Oder im Rahmen einer Demenz kommen weitere psychiatrische Erkrankungen hinzu. Also das zu bipolare Störungen, was auch offenbar bewegt hat, waren die beiden Videos, die ich gemacht habe. Einmal mit Sabine Jansen, der Geschäftsführerin der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, und mit Helga Rohrer, die ja Demenzaktivistin und selbst demenzerkrankt ist, zur nationalen Demenzstrategie. Das sind auch zwei Videos, die sehr häufig gesehen wird. Und die letzten beiden, die ich Ihnen noch nennen möchte, ist einmal, der Christian hat noch mal viel gemacht zum Thema Fallbesprechungen. Das ist etwas, was Sie in hohem Maße interessiert. Das ist natürlich auch Ihr tägliches Brot in der Arbeit. Und ich hoffe, dass wir Ihnen da auch ein Stück weit zur Seite stehen können. Und ein Video, was ich vor geraumer Zeit gemacht habe, nämlich zum Thema Lügen bei Demenz. Ja, das ist auch das sind so die fünf Beiträge oder die fünf Videos, die am häufigsten von Ihnen geschaut wurden. Und wir überlegen natürlich auch, ob wir an dem einen oder anderen Thema dort auch weiterarbeiten. Interessant fand ich eben noch mal ganz besonders, dass eben das Video zum Thema bipolare Störungen, also dass wir kein Kanal sind, der sich nur auf Demenz konzentriert, sondern dass es eben halt auch um andere psychiatrische Erkrankungen geht. Und ich glaube, das ist auch, oder dass Sie das so oft sich angeschaut haben, ist vielleicht auch ein Auftrag an uns, auf dieser Schiene ein Stück weit weiter zu arbeiten und nicht uns zu sehr auf das Thema Demenz zu fokussieren. Ansonsten mache ich ja nun schon seit 23 Episoden, glaube ich, den Podcast Wissenstransfer, der dankenswerterweise auch immer weiter wächst und immer häufiger gehört wird, was mich natürlich sehr, sehr freut. In diesem machen wir immer ein paar Audioaufnahmen aus dem vergangenen Monat und es gibt ein paar neue Sachen und es gibt diese Serie Nur ein kurzer Gedanke. Also insoweit rein beruflich
können wir tatsächlich sagen, ist das, was wir machen, das freut uns natürlich ganz besonders, wird von Ihnen angenommen und wird in zunehmendem Maße von Ihnen angenommen. Dafür erstmal ein herzliches Dankeschön von uns drei. Kommen wir, dann höre ich auch sofort auf, zu einem Punkt noch. Im März des nächsten Jahres hört die Förderung des Dialogzentrums Leben im Alter auf. Das heißt, wir sind ja die letzten drei Jahre vom DNQP, vom Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege, hier an der Hochschule Osnabrück gefördert worden. Und da gibt es zwei Sachen zu sagen. Das eine ist natürlich, nach drei Jahren wird das DNQP diese Förderung nicht weiterführen können. Das andere ist aber erstmal, dass wir zunächst einmal unglaublich dankbar sind, dass das DNQP das gemacht hat und vor allen Dingen in der Art und Weise, wie sie es gemacht haben. Das ist natürlich ein Traum für jeden Wissenschaftler und für jeden, der im Wissenstransfer arbeitet. Wir waren vollkommen selbstständig in der Auswahl unserer Themen, in der Art und Weise, wie wir unsere Themen präsentiert haben, in der Art und Weise, wie wir auch, und das ist auch typisch für das Dialogzentrum, Meinung geäußert haben, auch unsere Meinung geäußert haben. Und das ist schon sehr bemerkenswert, dass es so ein Dach für uns bislang gegeben hat, durch das DNQP, die uns diesen Raum gegeben haben, diesen Raum, Themen selbst zu wählen, Themen zu bestimmen, Themen zu setzen und die in der Art und Weise, wie wir glauben, dass es gut ist, zu präsentieren. Und dafür auch ein herzliches Dankeschön ans DNQP. Letzter Satz dazu. Wir hoffen natürlich, dass wir die Arbeit des Dialogzentrums ab dem April des nächsten Jahres in irgendeiner Form weiterführen können. Das Gleiche gilt für die Dialogakademie. Auch dort gibt es ja noch im nächsten Jahr, wenn Sie mal auf unseren Blog schauen und auf die Seiten der Dialogakademie, neue Seminare, Online-Seminare, die wir noch im nächsten Jahr, im Februar und im März anbieten. Und wir hoffen natürlich, weiter in dieser Arbeit weiter machen zu können. Und an der Stelle ganz kurz auf, wenn Sie also unbedingt oder überhaupt nicht wissen, wo Sie mit Ihrem vielen Geld hin sollen und Sie halten unsere Arbeit für großartig oder zumindest für gut, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen würden. Oder wenn Sie Stiftungen kennen oder andere Personen kennen, die ein Interesse daran haben, unsere Arbeit in welcher Form auch immer zu unterstützen. Zunächst erstmal aber natürlich Dankeschön für Ihre Unterstützung, dass Sie unsere Sachen sich anschauen und anhören. Letzter Punkt, den ich noch zu sagen habe an dieser Stelle, ist einmal noch, dass auch die Diskussionskultur auf den Kanälen des Dialogzentrums wächst. Das freut uns ganz besonders, denn wir wollen ja in Austausch gehen mit Ihnen. Wir wünschen uns natürlich immer noch viel, viel mehr. Aber es ist natürlich erstmal überhaupt wunderbar, dass es von Ihrer Seite immer mehr Reaktionen auf Beiträge von uns gibt. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Also ich weiß natürlich, dass häufig Menschen, die solche Arbeit machen, wie wir darunter leiden, dass sie relativ wenig direkte Reaktionen bekommen. Ich möchte Sie einfach dazu auffordern, also das muss nicht schriftreif sein, das muss nicht in allen Belangen durchdacht sein, sondern schicken Sie uns Ihre Meinung, schreiben Sie uns, was Sie von Dingen halten, schreiben Sie uns, wenn Sie nicht mit etwas einverstanden sind. Wir können das gut vertragen, wir können damit umgehen, auch wenn Sie Dinge nicht gut finden, die wir machen. Aber für uns ist das wichtig und wir freuen uns erstmal darüber, dass es mehr geworden ist und wir wünschen uns noch viel, viel mehr. Das überhaupt erstmal mal, was den Rückblick und den kurzen Ausblick für das nächste Jahr. Es wird also im Januar, Februar, März, wie gehabt, ganz normal weiterhin Beiträge des Dialogzentrums geben. Und wie es dann nach dem März weitergeht, ob und wie es weitergeht, darüber halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden. Das war jetzt erstmal die Vorsprache von mir. Jetzt würde ich einfach mal an den Christian Müller-Hergel übergeben, wie für ihn dieses fast vergangene Jahr war und wie er über, sagen wir mal, das nächste Jahr denkt oder was so seine Ideen sind, wie es weitergehen wird. Christian. Ja, danke schön. Ja, ich möchte gar nicht so viel erzählen, weil so unsere Art der Arbeit kommt natürlich dieser Krise ganz gut entgegen. Ja, wir sitzen zu Hause, wir machen unsere Forschung, wir machen unsere Videos, unsere Veranstaltungen online. Und insofern konnten wir relativ ungestört arbeiten. Also worüber ich mir Sorgen mache, das sind zunehmend in Familien, aber auch in Einrichtungen, die mit alten Menschen nicht mehr klarkommen, die sie nicht mehr auffangen können. Und deren Depressivität wächst, deren Verhaltensweisen kaum noch mehr sozial kontrollierbar wird. Und diese Familien können natürlich dann immer weniger auf Tagespflege, Kurzzeitpflege und andere Hilfen zurückgreifen.
Und das Ergebnis ist dann, ja, wohin kommen die Leute? Ja, die kommen dann in gesundheitliche Krisen, die kommen in Krankenhäuser, die kommen in die Psychiatrien. Und dort sammeln sich halt immer mehr sehr schwierige Zustandsbilder, wobei eben auch die Krankenhäuser oder die Psychiatrien oft gar nicht mehr aufnahmefähig oder aufnahmebereit sind, weil sie auch selber sehr restriktive Aufnahmekriterien entwickeln. Also da entwickelt sich eine Problemspirale, wo ich im Moment noch nicht sehe, wie das weitergehen kann. Auch natürlich, weil ja, es ist jetzt nicht gerade Anreizsysteme für die Versorgungssysteme gibt, sich weiterzuentwickeln oder neue Formen des Zusammenlebens zu entwickeln. Also da bin ich sozusagen der Entwicklung auf der Spur, sehe jetzt auch im Koalitionsvertrag so nicht wirklich einen Ansatz. Da gibt es einige sehr gute Elemente, gar keine Frage. Aber was diese Problematik angeht, da sehe ich auch keine Perspektive. Dem möchte ich so in den letzten 3 Monaten noch mal mehr so hinterher sein. Also da noch mal so ein bisschen schauen, wie entwickelt sich das. Ich habe da auch so Kontakte zu Psychiatrien und Altenhilfeeinrichtungen aufgebaut, um mal zu schauen, so wie ist eigentlich die Perspektive mit diesem Problembestand umzugehen, der sich jetzt aus der Corona-Krise heraus entwickelt. Ja, insofern kann man nur wiederholen, was wir schon im letzten Jahr gesagt haben. Die Krise der Corona, die verstärkt eigentlich die Problembestände, die wir schon haben und erfordert es dringend, sich diesem Feld neu zuzuwenden. Mal gucken, was kommt. Okay. Gut, soweit erstmal von mir und dann übergehe ich mich mal weiter an dich, Nils. Und natürlich von mir auch nochmal danke, dass Sie so unseren Programmen folgen, dass Sie Interesse haben und bleiben Sie uns treu, solange es uns gibt. Dankeschön. Nils. Ja, auch ein herzliches Dank von mir an die vielen Kommentare und Zuschriften, die es dieses Jahr gab. Es sind ja auch deutlich mehr gewesen. Das hat man auch an den Zahlen gesehen. Wir sind mit einem neuen Kanal auch gestartet. Instagram finde ich auch super, dass Sie ja den so gut angenommen haben und dort auch unsere Inhalte geteilt und geliked haben. Ja, Sie finden noch als Nebenbei-Bemerkung, Sie finden die Videos, die vorhin auch Detlef Rüsing angesprochen hat, oben in dem i und unter diesem Beitrag auch. Also die sind jederzeit abrufbar, quasi die am häufigst abgerufenen Videos. Ja, man merkt es insgesamt im Trend. Facebook nimmt stark ab. Viele nutzen noch Facebook, ist keine Frage, aber insgesamt geht die Nutzerzahl zurück. Das werden Sie ja vielleicht auch registriert haben. YouTube wächst über alle Maßen. Hat es natürlich auch dieser Krise geschuldet. Also wir sehen das auch ganz klar an den Videos, dass es dann nochmal ein steileres Wachstum gab als das Jahr davor. Und ja, wir freuen uns, wie Detlef Rüsing auch schon erwähnt hatte, über Kommentare. Klar, so Spam-Kommentare werden gelöscht, aber alles so, was im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sagbar ist, und das ist ja wirklich viel, das muss man einfach auch mal sagen, das lassen wir natürlich stehen. Und alle Videos sind von daher kommentierbar. Das finde ich auch sehr schön, dass wir da die Linie so beibehalten konnten. Ja. Bleibt mir nochmal ein Dankeschön zu sagen an CNKP und natürlich auch an die Hochschule für die wirklich guten Bedingungen. Da wiederhole ich mich auch gern nochmal. Das war jetzt wirklich die letzten Jahre top. Und die Hochschule hier ist ja auch wirklich innovativ unterwegs. Zeigt sich allein ja schon an den Studiengängen, die hier angeboten werden. Pflegedual sei mal genannt und andere. Wirklich toll, dass sich die Hochschule auch so viel Neues auch einlässt. Ja. Genau, und ich weise noch gern darauf hin, auf die Diskussion, die wir hatten zur pflegerischen Versorgung, wo es auch einen Beitrag gab von Christian Müller-Hergel zu Future on Stage hieß das. Da hatte auch der Professor Andreas Büscher, unser Vorgesetzter, auch einen sehr guten Beitrag dazu. Das können Sie sich auch jederzeit angucken, auch verlinkt unter diesem Video. Ja, vielen Dank. Okay, Nils, Dankeschön. Also. Bleibt mir nur noch zum Schluss einmal zu sagen, nochmals zusammenfassend, Dankeschön. Wir machen erstmal weiter. Wir versuchen so gut wie möglich weiterzumachen. Bleiben Sie gesund. Wenn Sie nicht gesund sind, werden Sie schnell gesund. Versuchen Sie zuversichtlich auch ins nächste Jahr zu schauen. Wir tun das auch. Und ansonsten Dankeschön nochmal für Ihr Dasein. Dankeschön, dass Sie da sind, dass Sie so, sagen wir mal,
solchen Exoten, wie wir es doch in dieser Szene sind, den Raum geben, den wir gerne füllen. Wir hätten nichts Besseres zu tun, als genau das zu tun. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffentlich bis zum nächsten Jahr. Machen Sie es gut. Tschüss. In der Tat. Alles Gute. Wiederschauen. Ja. Let it pour.